So, okay, du kannst loslegen. Das ist aber nett. Hallo und herzlich willkommen hier bei einem neuen Let's Play von mir und Straightwater Conan Exiles. Yeah, Hallöchen. Hallo. Und dabei sind auch noch Kapschule. Sag ich Kapschule oder wie sag ich? Kapschule passt. Hallo. Okay, hallo. Und wir haben noch jemanden dabei, den kennt ihr gar nicht. Auch Kapschule kennt ihr auch nicht. Das ist Vanitas. Hallo, Vanitas. Jetzt spricht er nicht mehr. Hallo. Hallo. Ja, hier ist natürlich ein bisschen schon was passiert, ne? Willst du es erklären, Stefano? Warum hier schon gebaut ist? Warum hier schon gebaut? Also man muss ein bisschen was dazu sagen, weil wir werden vermutlich an Stellen vorbeikommen, wo was schon etwas Älteres steht. Dieser Server ist also ein Server, bei dem wir Privatserver, wo wir ziemlich zu Anfang, also Patchstand 1 oder 2, angefangen haben mit Conan Exiles. Und nachdem wir jetzt sehr, sehr viel Minecraft gemacht haben, und hier in Conan einiges passiert ist, hatten wir einfach mal Lust drauf, haben diesen Server ausgegraben, sind draufgegangen und ja, starten jetzt hier so unser neues Let's Play. Das Problem ist bloß, manche von den Basen oder von den Sachen haben die Patches nicht so ganz überstanden. Das heißt, es gibt schwebende Teile und ja gut, ich bin auf einem relativ hohen Level und wir mussten uns auch erstmal wieder einspielen, deswegen hat Tai auch schon ein paar Level. Ja, und so ist das Ganze zustande gekommen. Ja, genau. Und jetzt wird es hier dunkel. Und Vanitas ist eben draufgekommen, aber der Herr, wo kommen denn meine Stöcke hin? Der Herr, der geht nicht mit uns in einen Clan, das heißt, das kann noch richtig lustig werden hier. Da bin ich ja mal gespannt. Aber du bringst mich jetzt nicht um, wenn ich jetzt mal rüberkomme, ne? Wie denn? Aha. Sag mal, darf ich eine Brücke zu dir rüberbauen? Oh, man sieht hier gar nichts. Ich muss hier. Ja, das ist jetzt auch hier ganz prickelnd, was. Du bist zwischendurch ein bisschen laggy, ne? Stream und Video angeht. Was ja, wäre ich? Laggy. Ja, ja. Ja, gut. Das könnte jetzt sein, weil der Stream nebenbei läuft, weil die Aufzeichnung nebenbei läuft. Oh, ja. Aha. Das ist super. Ich gehe mal da hoch zu den Jungs. Da ist wenigstens ein bisschen hell. Ich hatte doch mal ein paar Fackeln gemacht, ne? Boah. Ja, hier, nehme ich doch mal ein paar Fackeln mit. So, Conan Exiles. Ich bin auch witzig, ehrlich. Ja, komm. Einmal den Bogen weg. Zack. Ich setze jetzt einfach mal ein paar Fackeln, weil ganz ehrlich, ist scheiße, wenn man nichts sehen kann. Ja, im Stream sieht man momentan auch genau null. Ja. Ja, das ist ein Traum. Naja, ich bin jetzt oben beim Lager. Das ist jetzt natürlich wahnsinnig spannend, wie ich jetzt hier probiere, die Nacht im Lager zu verbringen. Könnte jetzt mal ein bisschen Remi-Demi machen, dann tut sich wenigstens ein bisschen was. Remi-Demi. Ja, das ist ja jetzt super, dass wir eine Aufnahme gestartet haben, jetzt wo es dunkel ist, ne? Ja, das ist perfekt. Aber es macht nichts. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Also ich habe keine Ahnung mit diesem ganzen Gedöns und Gekrauch und Gekröbel hier. Also es ist scheiße, jetzt dunkel. Ja, aber nicht mehr lange. Brauchst du eine Eisenspitzhacke vielleicht? Ich brauche gar nichts. Du bist so Imber. Killer. Ja, das ist ein Killer, ey. Selbstversorger. Was mache ich denn nur hier? Ist so langweilig hier in der Dunkelheit. So, ja, also. Ich habe hier so ein bisschen was gemacht. Ich habe hier halt so einen Ofen. Da schmeißt du Steine rein. Und kriegst dann Ziegel raus. Das mache ich halt, weil ich hier die Wände umbauen möchte. Und ich möchte auf jeden Fall eine, wie heißt denn das hier? Eine Eisenturm machen, bitte. Auf jeden Fall. Ja, da bin ich jetzt momentan gerade dabei. Ah, schön. Ja. Also ich würde mitkommen, aber dann fahren wir uns gegenseitig das Eisen weg. Wahrscheinlich. Ist mir eigentlich egal. Jetzt will ich mir überlegen, ob ich drüben das Lager da leer räumen soll. Ich weiß nicht. Achso, und ich habe ein Bett und man kann sich ja Mitarbeiter besorgen, ne?
Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Mitarbeiter? Da ist er doch. Hallo. Na, du Hübscher? So, das ist mein Tänzer. Das ist mein Mitarbeiter-Tänzer. Und die kann man sich mit einem Knüppel und einem Seil holen. Ey, Vanitas, wusstest du, dass man hier jetzt mittlerweile klettern kann? Oder wusstest du das damals schon? So lange ist es auch nicht her, dass ich das gespielt habe. Ja, ich wusste gar nicht, dass man das konnte. Also, was braucht man denn da? Ziegelmauer? Ach so, das Holz, ne? Das sollte ich vielleicht mal in diese... Hallo? Ja, ich hoffe, das wird jetzt hell. Warte mal, wo mache ich denn noch das Holz? Hier bei dem... Kapschule-Test ist angekommen. Okay. Du, Stefan, wo hast denn du deine lila epischen Waffen her eigentlich? Was für lila epische Waffen? Ja, du hast hier eine lila Pickaxe und einen lila Bogen. Ja, ja, die ist aufgewertet. Ich habe hier ein paar einfache Aufwertungen gelernt. Und die aufgewerteten Sachen werden eben dann dargestellt. Also hier bei den Werkzeugen ist mehr Efficiency. Das heißt, normal kriegt man 10 raus mit der Stahlpicke. Und wenn ich jetzt hier abbaue, dann kriege ich zwischen 11 und 12 raus pro Schlag. Also was hier bei dem Spiel so absolut scheiße war, ja, es wurde jetzt aber gefixt, und zwar gab es Probleme mit dem Klima. Also dir wurde ständig heiß, und wenn es ständig heiß war, musstest du trinken. Wenn du dann aber irgendwann mit der Zeit wurde es halt immer schlimmer, dann hast du gefroren. Ich will in dein Haus rein. Wo bist denn du, Vanitas? Das riecht ja nicht. Sag jetzt. Nein. Ich will dich sehen. Hast du auf nackt gestellt? Natürlich. Das ist ja egal. Deswegen hat er ja bei... Das zählen ja deine Einstellungen. Ah, ich weiß. Ich habe nicht auf nackt gestellt. Sonst krieg ich Probleme mit YouTube. Wo ist denn der Typ jetzt? Ich will das sehen. So. Ah, ich muss zielen üben. Hallo. Vorsicht, wenn du auf deinen Windelträger schießt, dann kann es durchaus sein, dass du da jemanden tötest. Böde Kuh. Hallo. Ja, ich brauche jetzt Tier heute und die hole ich mir mit diesem Ding. Aber ganz ehrlich. Oh, was ist denn da oben? Das ist ja noch ein Lager. Ja, Vanitas baut direkt neben dem Lager, ne? Ah, lebensmüde. Was? Ach, ich vergaße, ist ja Imbar. Hast du nicht gesehen, dass da oben bei dir ein Lager ist? Ja, das ist gegenüber auf der anderen Flussseite. Mit der Ausbreitung wird's halt... Nee, hier ist bei ihm auch noch eins. Am Kopf vom Fluss, beziehungsweise, ja, ein Stückchen weiter hinten, müsste dann nochmal das Dafari-Lager sein. Ja, da ist so ein Ding. Ich bin so mutig, ich hole mir jetzt hier heute. Wo bist du denn jetzt? Ich will dich sehen. Vielleicht sollte ich doch einmal auf den Markt stellen. Hast du deinen Charakter wieder so gemacht wie damals? So wie immer. Schwanz aus Longos. Jetzt will ich dich aber sehen. Naja, genau das Detail siehst du ja eben nicht. Das ist ja. Ja, Mann. Egal. Aber ich kann es mir vorstellen. Oh, Mann, ey. Schön, wenn die Ausdauer weg ist. So. Was mache ich hier? Ich sammle jetzt ein bisschen Aloe. Und daraus kann man Tränke machen. Bist du in deinem Haus? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich will jetzt sofort sehen, wo du bist, ey. So. Stefano, was treibst du? Ich habe jetzt hier gerade noch mal ein bisschen Eisen abgefarmt. Oh. Und stopfe das zurück. Und dann sollten wir uns langsam mal absprechen, was wir machen wollen. Also, naja, wir haben... Weniger ruckeln. Weniger ruckeln. Theoretisch haben wir zwei Optionen. Da fliegt eine Mutti, Alter, da fliegt eine Mutti in den Himmel. Halt's Maul, Entschuldigung. Da fliegt eine Mutti gen Himmel. Ah, die kommt wieder zurück.
Also das eine ist, wir gehen auf Mitarbeitertour. Ja. Aber und mich irritiert die Mutti. Kollegen kann man immer brauchen. Ja, das macht nichts. Das andere wäre, wir gehen die mit dem vorletzten Patch, also mit dem letzten Inhaltspatch eingefügte Instanz und schauen uns die mal an. Also da gäbe es auf jeden Fall mal einen netten Endboss und man bekommt auf jeden Fall auch ein paar nette neue Rezepte, wie zum Beispiel unser Bogenschütze hat doch da diese Krokolederweste. Keine Ahnung. Ja, hat er. Ja, weiß ich ja nicht. Und die lernt man auf jeden Fall, wenn man den Endboss in dieser Instanz das ist nice. Besucht und freundlich mit ihm redet. Also ich glaube, wir müssen uns mal was überlegen, weil du bist total... Du klingst halt so metallisch irgendwie, keine Ahnung. Wir müssen uns echt mal was überlegen für Stream und aufnehmen. Das ist echt krass. Okay, dann geht das mit Stream und Aufnehmen wohl in Zukunft nicht mehr, weil mehr gibt meine Holzleitung momentan nicht her, deswegen ist auch die Qualität vom Stream immer ziemlich gummelig. Musst du dir sowieso überlegen mit dem Stream oder du musst den Fernsehsender machen? Wie gesagt, ich bin der Meinung, ich habe einen Vertrag mit YouTube und stelle eine Sendung auf YouTube. Produziere eine Sendung auf YouTube, die über YouTube gesendet und ausgestrahlt wird. Das heißt, der Sender ist YouTube und nicht ich. Ich bin alles andere, aber nicht der Sender. Ja, das interessiert dich ja nur leider nicht, ne? Ja, das ist aber auch so, dass das Ganze eben die einzigen, die da rumspacken, das ist die Landesmedienanstalt NRW. Ja, okay. Ja. Und mit NRW habe ich ja nichts am Hut. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin so gespannt, was danach kommt. Ja. Ich warte die ganze Zeit, dass ich hier Vanitas irgendwie über den Weg laufe. Das ist doch ätzend. Ah, ich habe doch gesehen, er ist im Spiel. Wie kann man denn in ein Haus einbrechen am besten? Mit Sprengstoff die Wände zerstören? Oder eine Triebock aufstellen und die Wände zerstören? Oder zumindest keine Wände. Oder die Tür kaputt kloppen. Sag mal, Vanitas, du bist doch vorhin auch in irgendeine Base rein, ne? Da war was auf, ja. Oh, da war was offen. Ach so, dann ist er von wie Cat oder wer war das? Die offene Base, wo, die ich damals zu Anfang gefunden habe. Wenn du bei meiner Base bist und gegenüber Richtung Wasser guckst, dann ist da eine Basis. Und da ist oben kein Dach und eine Treppe, da bin ich rein. Das ist deine Hütte, Tai. Du bist in mein Haus gegangen? Ja, war ja nicht so schwer. Da ist doch gar nichts offen. Ja doch, du wolltest doch oben noch ein Dachgeschoss draufsetzen. Oh nein. Du altes. Oh, da bin ich nicht weit gekommen, da war, ist da direkt unten eine Tür. Und wen hast du da umgebracht? Den Bogenschützen, den einen habe ich weggeknüppelt. Ach so. Du dummes Sau. An dem Weg. Naja, toll. Du hast meinen Mitarbeiter umgebracht. Es war so schwer, den mit dem Knüppel zu überzeugen, dass er mitkommt, ja? Und dann musste er auch noch ins Trainingszirkel, in Zirkeltraining. Ich weiß nicht, wie Stefano das mal sagt. Zirkeltraining, ja. Ja, Zirkeltraining, das ist unglaublich, ey. Kann man das. Oh, oranger Putata. Okay. Ja, ich hab nicht so. Ich will kein Fleisch, ich will Leder. Gibst du mir Leder? Ich will Leder. Okay, dass jetzt hier in meiner Basis Palmen plötzlich angezeigt werden, wo eigentlich gar keine sind, die man auch gar nicht umhauen kann. Oh, was ist das denn? Ist ein bisschen schwierig. Bei der Schwebebase meinst du? Ja. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ja, die waren vorher zuerst, wie ich hier eingeloggt bin, waren die nicht da. Ja, bei mir auch nicht. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein bisschen Leder. So, hier. Braucht jemand einen Gazellenkopf oder einen Hyänenkopf? Wenn ich alles so viel hätte wie Köpfe. Schmeiß weg. Ich habe jetzt richtig viel Aloe Vera. Cool, du hattest recht. Auf der Seite, wo Vanitas baut. Ja. Nein, stopp aus. So, 12 Stück. So, weil, wenn ich jetzt einfach einschalte und hau die Aloe da so rein, dann verbrennen mir die Aloe-Blätter und dann krieg ich gar nichts. Ich muss immer erst den Trank auswählen. Das kriege ich immer nur. Weil ich muss einfach. Glauben, ja. Tschüss.
schön, ey. Was habe ich? Ich habe hier so viel Krempel. Was mache ich denn damit jetzt? So. Ja, gut. Kommst du gleich zurück? Ja, entweder ich komme zurück oder wir machen. Ja, ich komme zurück. Und dann entscheiden wir, was wir machen. Weil irgendwas sollten wir tun. Also, so einleitend haben wir jetzt schon ein bisschen was gesagt. Wonach steht ihr denn mehr? So kleine Höhlentour oder eher Tempel besuchen? Also, ja, Instanz. Wir können gerne Tempel. Ja, hier, dann vielleicht möchte Vanitas mit zum Tempel. Oder willst du das später auch alleine machen? Ich muss hier erstmal aufbauen und Sachen machen. Oh, gut. Ja, ich befürchte, Vanni dürfte auch in der Instanz etwas Probleme kriegen. Ich weiß es nicht. Noch ja. Mehr. Das, ja. Ich muss jetzt erstmal den ganzen Krempel hier aussortieren. Oh, hier ist verfault einfach alles hier nur. Mal ein. Was ist dort hier? Fleischfetzen. Ich habe so viel Fleisch. Braucht noch jemand Fleisch? Nee, aber wenn es vergammelt ist, schmeiß es nicht weg, sondern pack das bitte bei mir drüben in die Saftpresse. Ach so. Ja, vielleicht. So. Das ist einfach in mein Haus eingestiegen, ey. Vielleicht. Ich rüste mich aus. Wie lange brauchst du? Ich bin gleich da. Also ich bin. Ich laufe hier schön am Strand entlang. Ja. Das Problem ist halt, wir müssen nachher den gleichen Weg wieder zurücklaufen. Ja, gut, aber das brauche ich eine Axt? Nö, ne? Nein, du brauchst eigentlich nur deine Waffen. Und Heiltränke. Ja. Soll ich ein oder zwei Tränke mitnehmen? Nimm mal sicherheitshalber zwei mit. Nee, einer reicht. Man kann in der Instanz ist genug Wasser, da kann man trinken. Okay. Auch kein Eisenpickel mitnehmen? Nee, glaube ich, brauchen wir nicht. Okay. Also ich war noch nicht drin, ich habe mir nur Videos dazu angeschaut. Vanitas, hast du eine. Achso, ich nehme den Eisenpickel mit, scheiß drauf. Und zur Not bastel ich mir einen neuen oder so. So. Das könnte ich ja vielleicht nochmal sicherheitshalber ignorieren. Ich kann es ja ignorieren, ja, schön. Ignorieren. Dann lasse ich den Knüppel und die Faser. Oder ich nehme die mit, ne? Ja, das nimm mal mit. Weil wir müssen, um die Instanz zu öffnen, müssen wir ein Blutopfer bringen. Ich glaube, das habe ich irgendwann mal mit Vanitas gemacht. Das glaube ich nicht, weil die Instanz ist erst vor. Ich habe mit ihm gemacht. Ja, aber die Instanz ist erst vor kurzem eröffnet worden, also. Ach so. Okay. So, hier wird mir Zeug angezeigt, was nicht da ist. Das ist fürchterlich. So, jetzt habe ich keine Punkte mehr. Ich werde sicherheitshalber einmal meinen. Oh, ich habe mich vor dem. Der ist in mein Haus rein, die dumme Sau. Wer kommt denn da in mein Haus gerade? Ich. Das heißt, so. Ich komme jetzt mal zu euch, oder? Ja, oder du wartest eine Schwebebase, wir müssen sowieso dran vorbei. Oder in deiner Base. Auch da müssen wir noch vorbei. Hast du was aus meiner Base geklaut? Nein. Also. Lügst du? Bin ja nicht, ich höre doch zu. Ja, du bist auch von oben rein. Über die Treppe oben. Oh. Ja, aber da ist ja keine Tür, da hättest du ja. Natürlich hätte er nach unten gehen können und alles leer räumen können. Hier war dann eine Tür. Und dann bin ich da wieder raus. So, okay. Wir wollen jetzt. Los. Wir wollen jetzt los. Gut. Dann sage ich jetzt erstmal, weil ich mache die erste Folge jetzt 20 Minuten. Deswegen sage ich jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge gehen wir dann in den Tempel der Hölle. Keine Ahnung. Ja, irgendwas, was. Irgendwas Nasses. Irgendwas okay. Nasses. Jo. Danke. Tschüss. Tschüss.